kleine Info am Anfang. Ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge sind wir standardgemäß wieder auf dem A5 Community Server. Bex und ich, wir sind nicht alleine unterwegs, der gute Unrec wird sich uns noch anschließen. Zu Beginn in dieser Folge starten wir in Pavlovo, um uns natürlich militärisch auszurüsten. Unser Weg wird uns auch nach Zeleno bringen, doch leider haben wir da überhaupt keine Spieler getroffen und sind dann wieder zurück zur Küste, und da haben wir die ein oder andere nette Bekanntschaft gemacht. No, we are friendly people, you know. Now we are friends. Very friendly, this is shocking, guys. In diesem Sinne, Bold Bro, Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Vielen, vielen Dank fürs Friendly sein. Und natürlich haben wir nicht nur Friendly Bekanntschaften gemacht, natürlich ging es auch in Kamishovo ganz schön ab. Da rennt ein Bambi hin ins Haus, Beige ins Haus. Lootet jetzt gerade ein. Ist dead. Wer ist Bobsy? Deswegen, liebe Leute, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Welcome to Pavlovo Military. Ich mag das voll hier, Pavlovo. Es ist echt schade, dass man hier so selten Spieler trifft. Letztes Mal, dass wir die da getroffen haben, war schon echt Glück. Und dann ist es auch noch nice für uns ausgegangen. Für die jetzt nicht so, aber gut. Ja, dafür haben wir neue Waffen. Das sieht aber gut aus. Schon über die Mauer, ne? Ich seh dich. Ich push auch jetzt mit. Rein theoretisch, hier unten müsste eine Sturmweste sein, dann gebe ich dir meine Plattenweste. Hier liegt noch ein Helm drin. Ah, hast du, okay, perfekt. Ach, schon Ballast. Ah, nee, Kampfhelm, nice. Rucksack würde ich auch gerne nehmen. Hauptsache, es ist kein Feldrucksack. Die wird wahrscheinlich auch gehen. Da ist ein Zombie. An den Baracken, war das ein Zombie? Hier vor der länglichen Baracke. Genau, vor ihr. Ja, das war ein Zombie. Okay, weil ich habe gerade nur einen Kopf gesehen und dann hinterm Baum ist er verschwunden. Ja, wollen wir runter oder was? No risk, no fun. Würde ich sagen, let's go. Hat einer von euch zufällig auf die Feuerwehr gespottet, als wir oben waren? Ja, ja. Ah, okay. Instant rein in die Olle. Da vorne rechts brennt doch Licht. Wo? Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, wo ist vorne rechts? Ja, an der Baracke, gleich hier vorne. Richtung Feuerwehr, oder was? Ja, naja, links davon ein bisschen, ja. Nee, also ich sehe auch nichts. Ja, gleich an der Tür vorne. Dann bin ich mir das nicht. Ich probier's mal, ich renn mal Eingangstüre Prison. Ja, ich komme mit. Ich push rein. Es sind auch alle Türen zu, außer da ist offen. Okay. So, hier ist schon mal gut. Ich gehe runter. Unten ist gut. Bin bei dir. Oben auch safe. Nice.
Ein kleines Update hier an dieser Stelle. Nachdem wir hier Zeleno auf keine Spieler getroffen sind und wir auch nicht gerade den großartig guten Loot gefunden haben, dachten wir uns, wir nehmen uns genau dieses Auto hier und fahren zurück zur Küste. Gleich werden wir angehalten, weil du so Schlangenlinien fährst. Ich kann überhaupt nichts für, ey. Wir haben gerade nichts getrunken. Das sieht voll... Ich bin doch gerade gefahren, oder? Das sind so gerade Kurven. Polizeikontrolle. Der Polizist fragt Alkohol oder Drogen und der Fahrer sagt so, nee, alles gut, hab alles. Wir können ja nochmal Kamenka-Zelte fahren. Vielleicht ist da noch irgendwie Plattenweste oder sowas. Ja, das können wir machen. Ja, lass einfach hier stehen. Ja, schön. So, das macht dann einmal 60 Euro, bitte. Jetzt bitte. So, lass mal gucken, was wir hier noch kriegen. Aber bitte keine Kugel in den Kopf. Alles durch? Ja. Ja, absolut lost. Was ist denn los hier? Ist ja kein Mensch hier. Verkaufen Sie auch Gummibärchen? Ich? Ich schenke sie dir an. Wie er gerade hergeguckt hat. Oh, wie geil das gerade aussah. Na gut, ich weiß nicht, wir können ja schon Richtung Kamenka und dann sollen wir Balota probieren, ob wir da vielleicht Leute treffen. Wenn wir gar keine finden, einfach Kamishovu. Ja, Kamishovu muss es hier auch rumgehen, ne? Aber dann müssen wir halt jetzt die ganze Küste lang fahren. Das wird auch gefährlich. Ja, erstens das und zweitens, wenn wir durch Elektro und Tscherno fahren, Ultralex und dann wird safe auf uns geschossen. Das ist scheiße. Jetzt überleg mal, du fährst durch so ein kleines... Oh, leck. Ich bremse. Ja, lassen wir das Auto hier stehen, oder? Die Olga. Wahrscheinlich. Krieger ist im Arsch. Ja, alles egal. Vor allem brems, mach ich. Oh, und ich sehe das Auto immer näher kommen. Ich denke, nein. Aber vor allem jetzt, guck mal, haben wir ein bisschen Leben verloren. Auto ist kaputt. Aber meistens, wenn du irgendwo gegenfährst und bist dann conscious, geht das Auto noch. Richtig sinnlos. Ja gut, warte, welchen Charakter hast du? Du hast die rote Alte gerade, ne? Bei sowas hält die übel viel aus. Ja, Alter. Das ist so eine Straßenschwalbe. Ich hab einen Ball. Die Walter war die stärkste im Knast. Nachdem wir natürlich freiwillig nach Kamishomo laufen wollten, hatten wir noch eine friendly Begegnung am Leuchtturm von Tscherno. You need action, or what? I just wanna have some action. No, okay, so... You see the view to Tscherno. There was two cars. We're at Tscherno? Yeah, Tscherno is this way. Dude, you died in Kamishovo. Really? Kamishovo? Yes, you died. Maybe, yes. Yeah. Yes. I've been on the server all day, so... I don't know. I see it on Killfeed. So, is there action in Kamishovo? Ey, die kommen. A little bit. Rechte Seite, sehe ich ein. So, take care, right side. Ja, warte noch, nur nicht schießen. Könnt ihr ihn so leicht wegsnipen? Ja, wo ist er nochmal? Da rechts jetzt. Also, ich sehe. Weich. Vorsicht, Anrik. What's happening? In front, man. Hab ich ihn? Vorsicht, Anrik, du stehst mir im Weg. Also, der ist dead auf jeden Fall, der ist tot umgefahren. Nice, perfekt, dann hab ich den erwischt. Warte, da liegt aber, glaube ich, noch einer im Busch.
ist ein Bambi noch hingelaufen zu denen seiner Leiche. Ich habe keinen Schuss mehr für die Mosin. Okay, so I don't have any mission. Wo bist du? Hier. Hier, bei dir. The Germans are over here. Okay, we killed one of this field, so when you need loot. Everybody. Danke. Yes, I'm German. Bolt Bro, so when you need ammo, you see on the field, here right front of us, I killed one, so when you want his loot, you can get it. You're not gonna shoot me in the back. No, we are friendly people, you know. Now we are friends. Very friendly, you just shot the guy. I got the weapon. And you're gonna shoot me. When I get the weapon, you're gonna shoot. No way, man. You have a weapon. You have no weapon. No, I got nothing. You wanna check? You wanna check? Here. No, drop my pants, I drop my But I think there's one more. Yeah, it's okay, dude. Alright, where's the weapon? Can you show me? Because can somebody walk with me? Over there. Yeah, what's over there? Okay, buddy, we help you. Sollen wir alle drei rüber? Wohin denn? Zu der Leiche. Aufpassen, da ist ein Bambi hingelaufen. Ja. Komm, Bro, I show you. So we are really friendly, so please don't try it when you get a weapon. No, I'm not gonna try shit, bro. I just wanna get guns, get going. Look this way, here in front of the way. There is one body. Really far away. Oh shit. There's another guy. He take his stuff. Take care. You got something good? Something special? Not really. Oh shit. Jungs, grünes Armband, aufpassen. Green armband on. All right. Okay. I'm the poopy guy here. Don't put the green armband. We kill you when you do that. Put it down here. It's better for you, you know? Yeah, leave it away. Okay. Leave it away. But because maybe his friends, you know, same green stuff. Yeah. He didn't have any weapons though. No shit. So sorry, man. So I think he was equipped, no? Yeah, he got a weapon. He shoot at us. So I think another guy take his stuff. Yes. Yes, man. Aber wo ist der andere hin? Ich fühle mich hier auch gerade ein bisschen unwohl. Ja, ich mich auch. Sollen wir rechts ausweichen? Does anybody have a pistol maybe? Then I can get going. Okay, bro. I make ultimate trust test, okay? I give you the AK with one mag. Take it. But don't try it, man. I'm not gonna try shit, bro. You were three guys. What's gonna do one guy that gets three guys? Man? Nice, man. Perfect. So, liebe Leute, da haben wir jetzt einfach auch mal den Trust-Test wieder bestanden. Da sieht man, man muss halt einfach auch mal an das Gute in den Menschen glauben. Okay. So, okay, what's your plan? Where you want to go? Yeah, I have some friends, you know, and they are at Cherno. Oh, okay. Yeah, so we go to Kamishovo. Oh yeah, Kamishovo. Okay, so, bro, nice to meet you, man. Yeah. Stay safe, stay alive. Yes. Bye-bye. Bye, buddy. Bye, guys. Goodbye. Ciao. Da läuft jemand. Equipped. Wo? Unten. Ah, ich sehe ihn. Nee, nicht equipped, oder? Oh. Muss noch einmal. Worüber ich jetzt Angst habe, ist... Er lebt ja immer noch. Heuballen hinter der Wand bei den Heuballen.
Ich guck links raus. Du läufst Richtung Tankstelle wieder. Hab ihn. Nice. Boah, war der sexy. Platten ist ruiniert, scheiße. Ja, was, du hast ihn mit dem Rücken getroffen. Egal. Getroffen. Danke dir, Digga. Nein, Spaß. Oh, ich bin im Spiel. Der hat eine La. Nice. Ich kack ab. Hab schon gesagt. Aber guck, wie der Typ jetzt zum Beispiel. Der hatte Plattenweste an. Mit Mosin auf die Plattenweste, One-Shot gewesen. Dem anderen keine Plattenweste, Tundra in die Brust geschossen. Fällt nicht um. Boah. Hit? Was? Er überlebt den Hit? Die Felsen sind geil, aber wenn halt jetzt einer von hinten, von oben kommt, sind wir Game Over. Ah, da sind Zombies vor dem beigen Haus. Ich. Ja, ich seh's. Ich glaube, ich sehe das Haus auch. Da liegt auch ein Zombie dead. Seid denn ihr? Links auf ja, dem. Deswegen nicht alleine stehen bleiben. Weiter links und dann kommen irgendwann Felsen. Also Richtung Süden. Guck mal das grüne Haus an. Das grüne Haus links neben dem beigen. Übel viele Zombies auf der Treppe. Ich seh's nicht. Bin bei euch. Ach, da, die Toten. Die ja. Toten Zombies. Bin bei euch. Ich sehe aber jetzt nichts im Fenster. Warte mal, wenn ich Position vielleicht noch ein bisschen rechts nehme. Ah ja. Nee. In das grüne Haus kann ich reingucken, da ist niemand drin. Und ich kann reingucken, da ist niemand drin. Beige müssen wir aufpassen. Bex hat schon recht, da war Zombie-Aggro. Warum stellst du dich jetzt vor mich? Oh, scheiße, ich hab dich gar nicht gesehen, sorry. Ich aim so, auf einmal sehe ich nichts mehr. Ich denke, hä, was denn jetzt? Ja, da ist jemand drin. Ja, der ist noch da drin. Da hinten läuft einer. Wo? Hinter dem Haus, wo die Zombies auf der Treppe liegen, war der jetzt an der Scheune da hinten. Ich sehe. Da links läuft er. Ja. Aber der ist nicht schießen, das bringt nichts, der ist umgeworfen. Ja, oder? Er ist ein Bambi. Oh. Schüsse auf ihn. Auf ihn? Da unten. Ja, da unten ist ein Bambi. Guck. Warte mal. Der Bambi hat geschossen. Unten, beiges Haus. Lass den mal. Nicht den Bambi. Oh. Der ist fast dead. Der hat safe zwei Schüsse. Aber er versucht's. Oha, der pusht. Einer ist dead von denen. Der ist durch die Wand gebackt. Oder er war das, weil er hatte nur eine Pistole. Nee. Der hat ein Bandana hier vorm Gesicht. Das hatte der Bambi hier gerade eben nicht. Ja. Also, ich gar nicht durch die Wand gebackt. Jetzt wäre unsere Chance, sie da drin zu holen, ne? Zwei Leute. Sind equipped. Der eine, ja. Ja, hat der auf uns geaimt? Einer tot? Ich hab echt drüber gezielt. Willst du mich verarschen? Der eine war Kopfschuss, das weiß ich. In der Tür. Rein drin schmissen. Da kommt einer draußen. Steps! Rechts! Über mir. Von rechts irgendwo. Weil ich bin weiter unten jetzt. Stein. Ihr seid noch da, wo ihr vorher wart? Ja. Ja, nee, ich bin ganz oben. Ja. Okay, auf jeden Fall waren Steps irgendwo. Wer ist Bobsy? Keiner von uns. Ist dead. Ich bin unconscious. Okay. Ich komme wieder hoch. Ich blute zweimal. Ich komme von links von euch. Vorsicht, das waren glaube ich die unten waren. Was ich blute du? Zweimal, aber ist safety Lage. Alter, ich bandage. Vorsicht, das waren auf jeden Fall die, wo unten waren. Vor allem, wer ist Bobsy? Die Frage war eigentlich. Verdammte Kacke, ja. Ich musste selber erstmal lesen.
Dann lese ich Bobsy. Aber ich habe gesagt, ich habe Steps gehört. Ja. Hui. Wer ist Bobsy? Scheiße. Vor allem, du sagst so, wer ist Bobsy? Ist so, schieß! So, jetzt mal gucken. Teilzeitteufel killet Bobsy. Oh Mann, auf mich hat jemand geschossen. Auf dich? Ich getroffen. Ja. Er hat den Baum getroffen. Lass weiter hoch. Von der Mosin. Wo bist du, Teufel? Ich bin in Deutsch. Ich bin noch nicht ganz so schnell auf den Füßen. Weißt du, woher das kam? Ja, das kam auf jeden Fall in der Nähe vom beigen Haus. Ja, ich meine, das kam von weiter links. Ich bin wahrscheinlich über euch beiden. Also Zombie-Aggro vor dem beigen Haus, haben die vielleicht aus dem Fenster gesniped? Das kann sein. Ja, das war aus dem Haus, deswegen war das auch so stumpf. Ja, ja, ja. Dann sind die aber links unten im Fenster drin, ne? Ja, geil. Im beigen Haus noch? Ja, da ist Zombie-Aggro. Die Omi steht immer noch da davor. Die Omi, die arme Omi. So, also Teilzeitteufel killt Bobsy aus 4,3 Meter. Ja, da hast du ihn gekillt. Bobsy Rage Quit after dying. Geil! Ja, Auto fährt Olga, ja. Ich bin hier unter dir. Kam das Auto von weiter rechts oder kam das vom beigen Haus? Das sah aus, als ob es hinter dem beigen Haus gekommen wäre, aber ich habe halt keine Sicht hinter dem beigen Haus. Aber das kam definitiv da dahinter. Ah, da ist das Auto wieder. Ras nach rechts. Oh, ist jetzt... Der hat schon umgebracht, glaube ich, oder? Der ist in ein Haus reingefahren, voll Karacho. Er fährt da. Da ist das nächste Auto. Boah, die fahren alle so schnell hier vorbei. Er fährt weiter und einer. Da rennt ein Bambi hin ins Haus, beiges Haus. Lootet jetzt gerade ein. Ist dead. Sehr stark. Weg mit dir. Ja, das Ding ist. Ich glaube halt, auch wenn es jetzt gerade ein Bambi war, ich habe ein schlechtes Gewissen, liebe Leute, aber ich glaube, der wollte halt hier seinen Buddy wiederholen. Ja. Aber was komisch ist, dass im Killfeed keiner von uns steht, der den da unten am beigen Haus gesniped hat. Es steht nur der hier oben deinen Kill im Wald erstmal. Ja, aber wird den vielleicht gar nicht gekillt haben, der ist vielleicht gar nicht umgefallen. Oh. Doch nicht. Nee, dann warten wir lieber noch, weil mit gelbem Leben ist ein bisschen... Ich sehe Zombie-Aggro am gelben Haus rechts unten. Rechts unten das gelbe Haus. Das ist so ein L-Haus, ist das. Da daneben ist das gelb-grüne Häuschen. Linke. Hat Zombie-Aggro am Haus. Der rennt raus. Hat einen gelben Helm. Das ist wahrscheinlich der, wo Fischlo gekillt hat. Ja, kill den. Ja, das ist der. Da ist noch einer. Oh, den krieg ich sehe das Haus halt nicht, ne? Den krieg ich nicht, 200 Meter vielleicht. Ist das vom beigen Haus weiter rechts, oder was? Ja, genau. Nach dem beigen Haus kommt dieses gelb-grüne und neben dem gelb-grünen kommt dieses gelb-L-förmige Häuschen. Weil die Schüsse kommen doch von... Ich sehe einen weißer Tanker, wieder. Gastanker. Ja. Der hat gerade geaimt. Ja, der ist jetzt nach links gelaufen in das Holzhäuschen. Hat er zu uns geaimt? Nee, der hat... Ja, jetzt läuft er vom schwarzen Haus links zur Mauer, ist er gelaufen. Jetzt habe ich kein Sichtfeld mehr. Der hat auch nach links geaimt. Also da links muss... Da müssen irgendwelche Leute sein. Ich bewege mich. Ja. Der ist bei der Mauer weiter links gelaufen. Ich versuche irgendwie einen Spot zu kriegen, dass ich... Ich bin vor euch jetzt. Irgendwie einen Spot, dass ich die linke Seite vielleicht ein bisschen absaven kann. Bounce. Ich lüfte noch. Gibt er noch? Der ist hard bleeding. Ist dead. Nur guck. Bambi. Ja, besser, der hat bestimmt gespäht. Ich weiß nicht, ob das der war, der da so am Gastanker geaimt hat. Aber ich glaube, der, wo am Gastanker war, hat den Helm auf. Okay. Aber was machen wir, Leute? Wie sieht euer Leben aus? Ich sag, das war ich, aber... Ich bin full.
mehr aus. Hey, du weißt ja, wie ich aussehe. Also schießt auf alles, was keine Helden hat. Ich bin dead. Ich wurde weggesnappt. Bin schon wieder da. Also nicht auf mich schießen, Bambi. Schwarz-weißer Hoodie. Hier legst du. Nimm vor allem. Ah, ich seh's. Danke. Ja, der hat dich auf jeden Fall aus dem Haus gesniped. Das hat man am Schuss gehört. Okay, ich hab mein Stuff wieder. Ich der hat mir ein Auto holen. Alter, der hat mir alles ruiniert, ne? Oha. Alles ruiniert. Der hätte mit der Panzerfaust auf dich geschossen. Aber ich hätte gesagt, wir gehen den Berg weiter links, dass wir von rechts die Häuser kommen, weißt du? Von links die Häuser von kommen. Dass ja, wir jetzt, ja. Bin ich bei dir. Dass wir jetzt ja, straight okay. Hier runterlaufen. Ja, wir können gehen, wenn ihr wollt. Rache. Ich lass mich doch nicht wegsnipen, Alter. Ich bin gar nicht hier. Wo seid ihr jetzt? Ich bin jetzt unten. Ein bisschen weiter unten. Ich bin rechts von dir. Ja, rechts, rechts. Alter. Dann renne ich die Bergrunde, du fliegst noch runter. Ey. Ich bin schon mal passiert. Also. Geh mal hier an die Switch hin. Bin ich bei dir? Zombie. Ja. Wir könnten vor zum Zaun, ne? Wenn nicht gerade links die irgendwie in dem gelben Haus chillen. Ein Zombie drin. Ja, komm. Ich geh mal vor. Oder besser eher zu der Scheune, ja. Perfekt. Ich check links die Straße. Ja, zwei Leute. Ne, einer. Gejagt vom Zombie. Läuft gerade auf uns zu. Der ist gleich tot, der humpelt. Ja, ja, der ist gleich dead. Ich. Ja. Ah ja, der hat sich selbst gesprengt mit einer Nade. Wir könnten links hinter das gelbe Haus, dass wir so gesehen einen Spot über die Straße haben. Da müssten wir eigentlich auch einen Zaun haben. Ja, perfekt. Metallzäunchen, wo meine Mosin so schön drüber hinausguckt. Ich push mal vor zu dem Gebäude. Wo ist denn jetzt diese Kack. Wo ist denn jetzt dieses Kack beige Haus? Ach da. Okay. Hier vor mir. Also die Tür zu uns ist zu, ne? Ich könnte eine Granate reinwerfen. Ja, aber musst du nah ran. Seid ihr noch bei der Scheune, hier hinter mir? Ja. Hinter dir. Ja. Okay, ich bin vorne in einem gelben Haus. Oh mein Gott, da kommt jemand mit einem Auto, what the fuck? Also wenn ihr links rausguckt aus der Scheune, stehe ich links. Ich sehe nicht alle. Ich push an der Tür dann rechts vorbei und gehe andere Seite vom Haus, ja. Ja, ich gehe links zum Auto und werf die Nate oben rein. Okay. Bei drei. Ich helfe unten die Fenster. Eins, zwei, runter. Zwei, drei, let's go. Tür ist abgeschlossen. Andere Tür ist auf. Ich bin unten drin. Ich komme zu dir. Hat gefetcht. Ich stehe hier links. Wer schießt? Wer schießt? Draußen. Das war draußen. Bei mir. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Oben ist clean. Hey, Leute. Das sind zwei. Komm rein. Kann ich. Kar kommt. Moment, bin drin, hilft mir. Unten. Ja. Komm hoch. Unten. Ich blinke. Ja, komm. Alter, der hat gar nichts getroffen. Was liegt hier? Bex? Ist dead. Ja, wir haben sie. Ich mach zu. Ja. Es hat so geleckt, wir konnten nichts machen, Julian. Also ich zumindest nicht, ne? Ich muss mich einmal verbinden. Bist du oben? Ja, okay, nice. Ja. Ich helf dir. Ich muss mich dreimal verbinden. Hab ich die gerade beide gefickt oder hast du mit drauf geschossen? Ich hab dir geholfen. Stark, sonst hätte ich es glaube ich auch nicht geschafft. Alles gut, ich bin da, Julian. Jetzt hab ich nur den Weg versperrt, warte ganz kurz. Links, rechts, die ganze Grand. Geht das bei dir? Okay, nice. Und noch einmal. So, ich wie sieht dein Leben aus, Julian? Ich blinke wieder. Hier. Ah nee, das ist ja auch.
Ja, Adrenalin bringt ja gar nichts. Ah, shit, ne. Ich wollte hier nämlich weg eigentlich. Ah, warte, ich hab noch was. Ich hab Codein-Tabletten. Ja, Schmerztabletten. Ich halte die Stellung. Ja, wir müssen ganz kurz warten, bis die wirken. Und dann können wir los. Ja. Kann mir irgendeiner sagen, wo man bei der Olga hier Benzin aufkommt? Hinten am Tank, ganz normal. Ich finde den aber nicht. Sind die beide tot? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall umgefallen. Ja, okay. Ich gehe. Ich bin bei dir. Ich kann rennen. Los. Okay. Zurück da, wo wir oben in der Waldlichtung waren. Ja. Bin ich der Letzte, der raus kann? Toll. Nice Aktion, Leute. Richtig gut gelaufen. Alles klar, liebe Leute. In dieser Folge hatten wir auf jeden Fall friendly Situationen und natürlich mega die Fights. Und denkt daran, eure Daisy Videoclips mir zuzusenden. In der Videobeschreibung findet ihr den Link, damit ich eure Clips in meine Videos einbauen kann. Seid ein Teil dieser Community. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut von diesem Video machen. Im nächsten Video würde es hier in der Story weitergehen. Da mein Charakter ja jetzt nicht gestorben ist, werden wir genau hier auf dem A5 weiterspielen. Hier in der Endscene habe ich euch auf jeden Fall noch andere DayZ Videos verlinkt. Schaut doch da einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere interessante Video. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.